Moin liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zum FIFA 20 Karrieremodus mit dem 1. FC Kaiserslautern. Heute mit dem Rückspiel im Achtelfinale der Europa League gegen Leipzig. Und wir haben 3:2, oh mein Gott, ich hab Schluckauf, im Hinspiel verloren. Was für eine Scheißaktion das war. Und ja, ich glaube, dass wir das... Wir haben keinen Druck. Wir gewinnen einfach, okay? Nach ihrer guten Leistung im letzten Spiel zeigt das Spiel, geht es nur mit RB Leipzig gegen einen stärker eingeschätzten Gegner. Die Jungs haben alles gegeben. Wir haben die Kondition immer im Blick, okay? Wer siegreich sein will, der darf die Ruhepause nicht vernachlässigen. Wir haben die Kondition der Jungs immer im Blick. Das ist anscheinend ein wirklich sehr wichtiges Thema in diesem Spiel. Wir werden allen zeigen, was wir können. Und zwar vor allem heute. Keine weiteren Fragen. Ja, bitte nicht mehr. Ja, genau. Bachmann, natürlich der Matchwinner im letzten Spiel schon wieder. Hat schon wieder ein Tor geschossen in letzter Minute. So wie gegen Hertha auch. Also wirklich, dieser Junge. Egal, wir werden natürlich jetzt einfach reingehen in die Partie. Und ganz ruhig einfach alles gewinnen, was es zu gewinnen gibt. So. Oh nein, hoch. Oh mein Gott, war das knapp. Schön. Der ist pick natürlich. Was geht? Der ist ja voll der schnelle Magger hier. Nimm mal da, diesen Weg. Ah, zack. Ja, easy. Keine Chance, Junge. So, wir gehen einfach rein. Pick hat sich warm gelaufen. Ich hoffe, er ist auch so warm im Spiel. Wir wollen weiterkommen. Und zwar, wenn möglich, bitte ohne, dass ich mir die zweite Hand wehtun muss. Denn im letzten Spiel habe ich volle Kanne gegen meinen Schreibtisch gehauen. Und es ist angeschwollen. Ich denke, solche Momente kennt ihr auch. Mann, Mann, Mann. 3:2. Also wir müssen mit 2 Toren Unterschied gewinnen oder mit 1 Tor Unterschied und das höher als 3:2. Also 4:3. Und jetzt haben wir ein Problem. Nämlich, dass wir rausfliegen. Equal Game? Nein. Gleichwertig soll es nicht sein. Unsere Mannschaft will das einfach schaffen. Kommt schon. Ihr schafft das, Leute. Ihr müsst nur alles geben. Zeigt es ihnen. Macht uns stolz. Auch wenn du nicht fit bist, Otto. Gib alles. Wieso auch immer du nicht fit bist. Du bist im Tor die ganze Zeit und läufst zwar hin und her, aber wenn du normales Ausdauertraining machst, dann dürfte das kein Problem sein. Suarez direkt vom Beginn und Rebic, der haut auch hier immer Dinger raus. Du, das ist unglaublich. Er ist gut drauf. Ante Rebic. Was eine Aufstellung schon wieder. Schon wieder dieselbe Scheißaufstellung mit der 5er Abwehrkette wie sonst auch. Also Leipzig hat einen Lauf. Die haben zuletzt Hoffenheim 4:0 weggehauen. Was eine sehr krasse Sache ist. Ja, macht doch mal so eine Mannschaftsaufstellung. Knipst doch mal die letzten Fotos für eure Europa League Reise. So, Leute, das ist das Team, das heute den Sieg bitte vom Platz trägt. Das ist die Aufstellung, die vielversprechender nicht sein kann. Gut, ich wünsche, dass du heute triffst. 5-mal am besten. Und los geht's. Suarez, Rebic, Haidara, schon die Stars am Ball. Wir gehen direkt auf Offensiv, weil wir es so wollen. William, Haidara. Komm, gib 500%, Leute, bitte. Kein guter Kampf. Das ist wahrscheinlich die Saison deren Lebens. Keine Ahnung, wie ich das sagen soll. Ach, komm schon, dribbel doch ordentlich. Ja, natürlich, alles frei. Sabitzer.
Schlechter Ball, Mann. Ja, abseits. Der wäre sonst wieder drinne. Kommt schon, Leute. Strengt euch an. Ihr sollt triumphieren, Mann. Schöner Ball auf Hut. 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 Ja, 1 zu 0. Oh, sehr schön. Komm schon. Weiter so. Das war einfach rausgespielt und dann einfach mal Hut, Hut, Alter. Danke. Sehr schön, 1 zu 0. Damit legen wir doch schon mal gut los. Tor in der 7. Minute. Elvedi. Oh, Hut, fast dran. Rebic. William. Konzentrierte Leistung und schon geht das hier los. Suarez, der Luis. Der macht da einfach ein kleines Tänzchen. Kommt da... Ach komm, das war doch schon wieder Bullshit. Der Ball war doch schon wieder verloren eigentlich von dem. So, da. Komm schon, Pick. Lauf, lauf, Pick. Schön. Schön, Pick. Und ins kurze Eck, 2 zu 0. Innerhalb kürzester Zeit drehen wir dieses Spiel. Tja, schön, Pick. Da hast du das gemacht, was du schon immer kannst, ey. Einfach durchlaufen und ins kurze Eck hochspielen, schießen. Oh, was geht denn hier ab? Zwei Tore führen wir jetzt. Damit werden wir weiter. Danke, Pick. Eieiei. Haidara. Elvedi. William. Sabitzer. Haidara. Jetzt gehen wir auf ausgeglichen. Alex Tejes. Schön Andrautzos. Schön Andrautzos. Schön Andrautzos. Schön Sekinger. Fein nicht schön. Foul Haidara. Egal. Nein. Otto, danke. Na, Scheißdreck. Defensiv, sehr defensiv, meinetwegen auch. Oh, daneben. Adams. Hart, aber herzlich hier. Ey, wir sind doch sehr defensiv, Leute. Sortiert euch bitte auch so. Schön, da läuft's. Ilsanka. Oh, schade, wir haben ihn gefoult. Tut mir leid. Livakovic. Ah, ich habe damit gerechnet, aber ich konnte... Hut nicht so schnell bewegen. Da haben wir dieses Ergebnis negativiert. Was ist denn hier los? Wieso ist diese Aufteilung so kacke gerade? Tejes. Ey, dann sollte ich doch lieber auf gewohnt bleiben hier, wenn das so weitergeht. So, wunderschön. Andrautzos, komm, schieß den Ball weg. Einfach nur darüber. Komm. Natürlich. Jetzt haben sie ihre komische Taktik geändert und jetzt... Haben wir keine Chance, freie Männer anzuspielen? Weil die geben jetzt 125.000%, Mann. Haidara. Hut, Pick meine ich. Adams. Scheiß drauf. Einwurf für Leipzig. Elvedi. William. Komm schon, kämpft alle mit. William. Adam, die können aus Scheiße Tore machen. Oh, sehr schön. Einfach weg damit. Schade, der Ball war nicht gut. Haidara. Kübler. Ey, warum positioniert ihr euch so kacke? Und dann sowas. Komm schon, Andrautzos, kämpf. Jetzt müssen wir uns gegen ein Feuerwerk der Leidenschaft hier durcharbeiten. Hut. Meiner. Kübler. Da ist Pick. Pick. Oh nein, falsche Richtung. Schön.
Da geht das. Meiner dribbelt und schießt einfach das Tor. 3:0. In der ersten Halbzeit drehen wir das komplette Spiel. Ich fass es nicht. Was für ein Dribbling von Meiner und was für ein Schuss. Krass. Rebic. Kamara. Oh, Hut, komm schon. Tejes. 3:0 führen wir jetzt. Also jetzt müssen sie 2 Tore schießen, um überhaupt in die Verlängerung zu kommen. Leute, wenn ihr euch konzentriert, dann ist das eure Chance. Alter, das ist die Geschichte des Lebens. Ich habe noch nie sowas gesehen, dann. Kommt schon. Macht keinen Unfug. Schön gekämpft, Kübler. Fein. Spielt ihn raus, da ist Hut. Hut, meiner, scheißegal. Dragback. Da ist Andrauzos, kommt nicht an den Ball, schade. Er wäre völlig frei gewesen. Also, Leipzig muss jetzt aufmachen. Ilsanka. Adams. Suarez, Haidara. Adams. Meiner klärt den Ball ins Aus. Was für ein Dribbling von Meiner. Ich kann es nicht glauben bis jetzt. 3:0 führen wir. William. Konzentriert euch. Erste Halbzeit ist gleich rum. Nicht noch ein Tor reinlassen. Nicht einen Treffer. Den schenken. Schön. Pick im Doppelpass. Andrauzos. Er macht einen auf sicher. The fourth official has indicated there will be a minimum of 3 minutes. Sehr gut. Da. Ach, warum nicht zu Pick? Schade. Schön. Da ist die Chance. Da ist die Chance. Schade. Oh mein Gott, damit hätten wir sowas von alles klar gemacht. Schade. Da ist Pick. Und schießt ihn da einfach fast rein. Halbzeit. Leipzig, das habe ich gar nicht erwartet, dass ihr so schwimmt. Eieieiei. Zweite Halbzeit, sorry, ich musste eine Sprachnachricht anhören. Kommt schon, Leute, ihr macht das richtig gut. Andrauzos. Nein, Fehlpass. Was soll der Scheiß? Haidara. Oh nein, er lässt sich scheiße steuern. Rebic. Was für ein wunderbarer Pass. Luis Suarez. Die haben sich jetzt vorgenommen. Ja, nimm ihn in der Hand. Danke, Otto. Gefunden auf Otto. Oh mein Gott, ich muss aufpassen. Ich kann ihn nirgendwo hinspielen. Otto. Schieß ihn weg. Sehr schön. Was ein Ball von Otto. Ach komm, weiter geht's. Komm schon, Pick, lauf. Andrauzos, was ein Dribbling. Also was die heute leisten, ja? Das ist unglaublich. Schade. Oh mein Gott. Was macht er? Also für mich kein Problem, wenn er das macht. Für die hingegen schon. Nur sei denn, der plant was Diabolisches. Komm, Haidara. Ich wusste, dass er das macht. Komm schon. Ja, Otto, du bist so ein Held. Oh mein Gott. Oh, ich knutsch dir alles. Deine beiden Wangen. Deine Augen. Okay, natürlich nicht ganz alles. Nicht, was ihr schon wieder denkt, Leute. Ich hab's doch gewusst. Komm. Weg damit. Natürlich 3:1. Was für ein Scheißtor.
Mann, dann müssen die natürlich so eine Kacke machen, dass das funktioniert, oder was? Was soll ich dagegen tun? Da kannst du nichts gegen tun. Der blockt den Ball scheiße ab. Niemals wäre er so abgeblockt worden. Ah, kommt, Leute. Strengt euch an. Nix da Verlängerung. Wäre scheiße. Schad, komm. Ante Rebic, Alter. Gut. Pick. Pick. Ach komm, Alter, jetzt kriege ich nichts hin. Jetzt spielen die natürlich uns voll an die Wand und so. Das könnt ihr vergessen. So eine Scheiße hier. Haidara. William. Schön nach außen. Alex Tejes. Schön an Drautzos. Ja, danke. Einwurf. Ante Rebic raus. Er hat gerade nur das Tor gemacht. Mühl. Zu wem soll ich so spielen? Komm. Ja, schön durch. Da ist Andrautzos. Schieß den da. Oh, Ilsanka klärt gerade so noch. Okay. Ich würde gerne einfach nur zurückspielen. Aber gut, egal, machen wir so. Flanke. Und. Oh, schade. Fein, kommt da irgendwie zum Schuss. Da ist Schad. Schad. Was macht Schad? Außer zurücklaufen. Schön knapp. Schad. Schön knapp an Drautzos. Schön. Aus Alex Tejes. Komm zurück, Schad, einfach. In dein Pokéball, bitte. Alex Tejes. Sabitzer, Alex Tejes. Ein Tor noch und dann ist wieder alles ausgeglichen. Schön. Super, Otto. Ach komm, Alter. Ja, klar, da ist jetzt alles offen für die, oder was? Das könnt ihr sowas von vergessen. Meine Fresse. Komm, lauf. Komm, lauf. Sehr schön. 72. Minute. Da hinten steht niemand anscheinend. Simonsen. Haidara. Simonsen. Natürlich ist da alles offen. Warum sollte auch nicht alles offen sein, wenn wir auf sehr defensiv stehen? Das glaubst du doch wohl selber nicht. Weg damit. Irgendwie. Komm schon, Torwart, mach irgendeine Kacke. Sehr schön ins Ausgespielt. Eieiei. Kommt schon, Leute, Freunde. Ihr seid Freunde, kein Futter. Da ist der Ball. Kübler, Hut. Hut. Kübler, nein, Hut. Kübler, ja! Oh! Abseits, nein! Ja, war komplett abseits. Scheißdreck. Wir gehen nochmal rein. Wir gucken nochmal, wen wir wechseln können. Eieiei, ist das eine anstrengende Sache hier. Agu. Warum auch immer die Aufstellung jetzt so kacke ist. Machen wir so. Hut raus. Meinetwegen. Scott rein. Oh mein Gott. Kommt schon. Elias Hut raus. James Scott rein. Kommt schon. Ihr macht das schon. Sehr schön. Ey, das war ein Foul, aber sowas von.
Okay, sehr schön. Da ist Agu. Komm schon, da ist Andrautsos. Komm. Und da ist... Was war das? Gott, Alter, das wäre die Geschichte des Jahrhunderts. Oh mein Gott, schade. Ah. Kacke, ey. Adams. Schön, 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 schön. 82. Minute. Leute. Pick. Spielt ihn. Scott. Schön außen. Komm schon, du kannst es. Und Kübler spielt ihn da fast rein. Oh mein Gott, war das knapp. Eckball. Komm schon. Oh, Sikinger. Komm, weiter geht's. Schad. Schöne Flanke, aber Halstenberg muss nicht viel machen. Komm einfach nach hinten. Mateta. Letzte Chance gefühlt. Vorletzte Chance. Pick. Mateta. Und das Otto. Ah, komm, ja. Schön, schön, schön. Schade. Komm weg damit. Natürlich machen die am Ende jetzt so einen Fehler. Ja. Schön, Simonsen. Eieieiei. 3 Minuten Nachspielzeit. Was denn jetzt? Hä? Ich kann das nicht bewegen. Einfach nur weg. Schön. Agu. Argumentier da nicht mit. Sehr gut. Ja! Oh mein Gott, wir haben es geschafft, Leute. Oh, wir sind weiter. Krass. Feiert euch mal ein bisschen. Damit haben wir es. Krass. Krass. Dortmund ist weiter. Wir haben gewonnen. Ah, das ist gut. Danke, dass Sie direkt nach dem Spielende. Hut hat seine torlose Zeit heute endlich beendet. Ist die Wende für ihn da? Erfolg bringt Selbstvertrauen, mein Freund. Kübler ist aktuell richtig gut drauf. Wie zufrieden sind wir mit seiner Leistung? Er hat alle Lobeshymnen verdient. Ist ein grandioser Spieler. Wir müssen konzentriert bleiben. Ich danke Ihnen für das. Keine weiteren Fragen. Ich bin fertig, Leute. Ich bin fertig. Ja gut, liebe Freunde. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal gegen Augsburg. Und ciao. Feiert noch ein bisschen.